schön. Hey, Leute. Bitte, bitte. Cool. Hey, bonjour, Marcel. Wir sehen uns sehr ähnlich, Marcel. Willst du nicht unterrichten heute? Das sieht so ähnlich aus. Hey, Olli, wieder am Start. Schön, hey, Inga. Martina, wunderbar. Ja, noch im Exil. Ja. Ja, aber bald wieder hier. Ja, okay. Sehr schön. Lass uns noch ein bisschen reintrudeln. Ich sehe, ihr seid noch nicht alle ganz so ready. Aufräumen können wir später. Cool. So. Okay, Diana, buenos días. Estoy encantado que puedes participar hoy. Muy bien. Diana, Ivana, Grüezi in die Schweiz. Grüße nach Kroatien, schönen guten Morgen. Merci. Gut, sehr schön. Gut, die Zahl steigt noch, wir warten noch einen Moment. Rebecca, sehr schön. Hey Rebecca, nice that you make it. Did your alarm ring today? Wonderful. So. Gut, ich glaube, jetzt pendeln wir uns ein auf die 23. Hey, Jolanta. So. Jetzt haben wir hier so das. Okay. Prima. Ich sehe überall ein bisschen Bewegung. Hallo, Ingrid. Ja, wunderbar. Hey, Steffi. Zweimal bin ich nochmal mit dir hier übereinander. Das ist immer schön. Wunderbar. Eva. Gut. Was sagt der Chat? Buenos dias. Wunderbar. So, ihr Lieben, ich wünsche noch mal einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich bin wie immer sehr froh, dass wir so komplex aufgestellt sind heute, von den Himmelsrichtungen her.
Das lassen wir uns also gar nicht nehmen, trotz der Restriktionen zusammenzufinden aus den verschiedenen Teilen. Und uns dem Yoga zu widmen. Wahrscheinlich ist das gerade jetzt umso mehr wichtig. Warum? Das Entscheidende, was wir hier zunächst üben, ist Verbindung herzustellen. Ja, ihr habt die ganze, einige haben die ganze Woche die Sache verfolgt. Es ging mit dem Newsletter los, wo ich meinte, dass in der Geschichte der Menschheit, jedenfalls in unserer hier, diese Verbindung sich verändert hat zumindest, ja, dass der Stamm, die Natur und Gott etwas zurückgetreten sind als ordnende Kräfte im Wesen, im Menschen. Und dass der Mensch in seine totale Individualität reingefallen ist, ja, was zunächst natürlich sehr begrüßenswert ist, aber auch einige Aufgaben mit sich bringt. Das Individuum, das nicht mehr weiter Teilbare sozusagen, womit verbindet es sich? Ja? Oder wird es nur aus sich, aus seiner reinen Individualität glücklich? Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, das sieht man daran auch, dass wir hier zusammenkommen, weil wir nicht nur für uns allein sein wollen und dort glücklich werden, denken zu müssen. Die interessante Aufgabe, die sich jetzt also stellt, ist, wie finden wir heute Verbindung in dieser Situation? Ja, überhaupt. Nicht nur jetzt in dieser speziellen Situation, sondern auch überhaupt. Und dafür gibt es immer schon viele Angebote auch. Und ich glaube, im Yoga üben wir eigentlich möglichst viele Angebote von Verbindungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Ihr seht hier hinter mir, sehe ich gerade, steht ein Flieder auf dem Altar. Ja, wenn man den riecht und das wahrnimmt, kommt man in eine Verbindung. Dann gibt es einen Moment, wo du vergisst, dass du getrennt bist. Ja, dass du du selbst bist und nicht was anderes, sondern du bist in diesem Moment in der Präsenz, wenn dir dieser Geruch gefällt zumindest, ja, und genießt das. Kannst das genießen, ohne Gehirn zu sein, sondern in der Wahrnehmung dieses Duftes. Ja. Im Yoga versuchen wir immer mehr Orte und Zeiten zu entdecken, wo uns sowas geschehen kann. Ja, das kann permanent sein, permanent kann das sein. Ja. Dass uns Dinge begegnen, die uns so berühren, dass wir uns wieder eins fühlen, muss man sagen. Ja? Also, wir werden eine Liste aufsetzen von solchen Gegebenheiten. Es geht beim Aufstehen früh los und endet beim Zu-Bett-Gehen, ja? Wo das passieren kann. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle ganz viele solche Situationen ja auch kennt. Ja? Nichtsdestotrotz, lasst uns das üben, diese Verbindung herstellen. Und beim Yoga geht es halt über den Körper, ja? Ziemlich deutlich über den Körper und über die Bewegung, die du so ausführst, dass sie nicht eine mechanische Sache darstellt, sondern dass du mit deiner Wahrnehmung so dran bist, als würdest du eben auch in einer Blume riechen, musst du sagen. Ja? So praktizierst du auch. Ja? Nicht so hoppla hopp, sondern mit Widmung, ja? Mit Gespür und mit Interesse. Mit Interesse
Interesse ist wahrscheinlich das allererste, was man braucht, ja. Und auch Neugier. Gut. Lass uns schauen. Ich sehe einige schon in diesem Sitz Sensen, ja, dieses Yoga Sensen versucht halt nach vorne zu stellen, dass du etwas ins Gespür holst. Ja. Bewegt diesen Sitz, wie es dir geschieht, ja, wie es deine Anatomie und deine morgendliche Stimmung hergibt, auch die körperliche Stimmung. Ja. Versuche ein paar Varianten dir selbst anzubieten, indem du deine Füße immer so, deine Beine so legst und bewegst, wie das adäquat ist für deinen Moment. Ja. So dass du merkst, du öffnest qua Dehnung diesen Körper. Du öffnest dieses Haus. Ja. Du suchst den Schlüssel. Indem du etwas bewegst, die Knie mehr nach außen kommen, die Füße auf den Fußrücken, auf den Zehen vielleicht auch etwas dehnen. Du merkst, dass aus der Bewegung der Beine der Rumpf mit angesprochen wird, auch in den Seiten, ja, in der Lende zunächst. Dass du natürlich die Stellen, die am Boden sind, penetrierst, ja, durch diesen Druck gegen die Matte. Ja. Und du wirst merken, immer mehr wächst dein Bewusstsein von den Möglichkeiten, im Sitz allein schon in Verbindung zu treten. Ja. Ohne exaltierte Geschichten. Wir werden exaltiert sein. Ja. Und vielleicht ist das auch für einige schon so ein Ding, dieser Sitz. Aber probier es aus. Immerhin ist das die, sagt Iyengar, die entscheidendste und wichtigste Yoga-Haltung, die es gibt. Padmasana meint er damit, also die Haltung, wo dann die Füße hier oben liegen. Ne? Aber das ist die Vorbereitung. Die wichtigste Yoga-Haltung als Ort der Meditation. Gut. Alles, was wir machen, dient ein bisschen dazu. Und dann hast du die Beine vielleicht schon mal rausgenommen und gewechselt. Ja? Lass dich immer von deiner Intuition folgen. Strecke mal die Beine. Ja? Geh mal mit den Händen diagonal. Versuche mal den Rumpf das erste Mal etwas mehr zu drehen mit gestreckten Beinen. Ja? So dass die jetzt nicht mehr so die Rolle spielen. Ja? Samstagmorgen, lass es locker angehen. Ja. Gut. Gut, ein paar Mal hin und her, dass du ins Gespür kommst, dessen, was im Rumpf geschieht, als würde jemand so ein bisschen dich an den Rippen nehmen und zur Seite schieben. Schultern kommen ein bisschen voreinander. Genau. Ja. Dann trete nochmal so ein bisschen die Beine runter, nimm Kontakt immer auch mit den Händen am Körper auf. Ja, versuche die Weichheit oder die Qualität deines Bindegewebes zu spüren. Kannst du reingreifen in die Haut, kannst du, bleib auch massierend. Massage ist ja ein Ort der totalen Verbindung, das weiß jeder sofort. Deswegen mag man das als Mensch, ne? Wer mag keine Massage? Ja, das ist, weil es Verbindung stiftet. Gut. Nicht unbedingt zum Masseur, aber zu sich auch, zu seiner eigenen Tiefe. Ne? Gut, okay. Und dann nimm die Beine nochmal in deinen bewussten Sitz, das heißt andersherum rein, das andere Bein nach vorn und beweg das. Immer wieder auch die Fußrücken mitnehmend. Ja? Und auch hier können die Hände an den Beinen arbeiten. Ja? Es ist mir sehr wichtig, dass du die Taktilität der Hand benutzt für eine sensitive Yoga-Praxis. Ja? An der Haut zum Beispiel, die Waden vorwärts drehend. Gut. Die Füße gestreckt. Sehr schön. Ein bisschen mehr draufgerollt auf die Füße. Ja? Das Bindegewebe versuchen wir in alle Richtungen aufzuwärmen, sodass dann eben auch komplexere Sachen ohne Schmerzen und
Verletzungen möglich sind. Der eine Arm, der andere Arm pendelte etwas von einer Seite zur anderen. Ja, so ein bisschen, als wärst du festgemacht und trotzdem bewegst du dich. Ja, gerade durch die Fixierung eines Teils des Körpers gehst du in die Dehnung an anderen Stellen. Gut. Das. Und sehr schön. Ja, und dann von hier aus nimmst du nochmal die beiden Beine raus. Ja. Okay. Stellst du mal ein Bein auf. Das vordere ein Bein aufgestellt. Die entgegengesetzte Hand raus. Und wippst mal ein paar Mal nach vorne gegen den Fuß, als würdest du aufstehen wollen. Das andere Bein etwas ausgestellt. Ja. Das. Gut. Lässt das Knie nochmal zur Seite runter, öffnest das Becken, ja, kippst das zur Seite weg und federst hier nochmal drauf. Ja, sodass du auf deinen Fuß zu sitzen kommst, die Zehen unten etwas dehnen, die Fußsohle auch in der Dehnung jetzt. Ja. Gut. Und schiebst den Po wieder zurück, setzt das Knie zur Seite weg, ja, öffnest hier intensiv. Gut, das. Okay. Ja, und nimmst das Bein nochmal raus und wechselst. Gleich zur anderen Seite. Stell dir vor, du willst aufstehen. Ja, nach vorne. Das Knie kann in der Luft bleiben oder auf den Boden gehen, wo du vorschiebst. Ja. Und so kommst du langsam in Verbindung mit diesem Körper, ja, indem du dich damit beschäftigst. Über kleine Geschichten. Ja, setzt das Bein zur Seite weg, sind die Bewegungen flüssig, logisch für den Körper oder machst du Sachen, die ihm ganz fremd sind? Ja. Okay, so ein bisschen so, genau. Okay, gut, und dann. Sehr schön. Setzt du dich nochmal hin, prima, nimmst die Beine nochmal lang und führst die Beine zu dir heran, die Fußsohlen. Das ist eine der klassischen Yoga-Haltungen, die erste richtig klassische jetzt hier. Baddha Konasana, also zeigen die Füße nach oben, die Knie nach unten. Ja, du versuchst lang zu sein, ja, genau, aufklappen, ja. Sich entspannt lassen, gut. Ja, das. Ja, die Knie ein bisschen mehr nach außen, federst vielleicht rechts, links, wie es kommt. Ja, genau. Versuchst die Füße zu öffnen, den Rumpf offen zu halten. Okay, das. Ja, das geht noch interessanter, auch wenn du die Hände nochmal nach hinten stellst, die Vorderseite nochmal etwas mehr öffnest. Ja, das. Gut, gut, das, gut. Die Hände laufen etwas, du stretchst auch in den Fingern, ja, hinter dir, du lehnst dich nach da drauf auf die Finger, links und rechts, ja, du dehnst dir die Unterarme, indem du dich mal weit zurücklehnst auf die eine Seite und auch weit zurücklehnst auf die andere Seite. Gut. Läufst die Hände auch mal etwas mehr zusammen, dass deine Schultern mehr hinter dich kommen. Kannst du die Hände hinter dir aufeinander stellen? Ja? Die Hände hinter dir aufeinander und die Arme strecken. Mhm. Ja, das geht ziemlich in die Unterarme. Gut. Ja. Okay. Gut. Ja, und dann kommst du nochmal hier raus. Gut, entspannst die Unterarme. Ja, spürst rein in die. Kannst auch mal ein bisschen massieren, mal richtig reingreifen mit den Fingern, wie eine Zwinge, um das Bindegewebe zum Knochen hin. Ja, das, okay. Und prima. Und dann lässt du die Beine nochmal vor. Ja, entspannst das nochmal, drückst die Beine etwas kräftiger gegen den Boden. Ja, gut. Stellst dir das rechte Bein einmal über. Nur rüber und du öffnest in die offene Seite gerne. Ja? Das? Also nicht in die zum Bein hin, wie man das gewöhnlich vielleicht macht, für diejenigen, die das kennen,
Ja? Mach's mal in die offene Richtung und schau mal, dass du ein bisschen, dass du schön gerade bist. Das Knie kann ein bisschen übergeben. Genau. Über das liegende Bein. Und du gehst mal in dieses Fühlen der Rippen nochmal rein. Gut. Okay, das ist sehr schön. Und prima. Und dann kommst du nochmal nach vorn, richtest dich an dem Bein nochmal gut auf. Ja? Der Fuß steht gut am Boden und du hebst dich nochmal mehr an. Guckst, dass die Schultern nicht irgendwie komisch sind, sondern gleichmäßig. Und du einen guten, aufrechten Sitz findest. Damit kannst du wahnsinnig die Rückenmuskulatur anmachen hier an der Stelle, wenn du das Becken nach vorn kippst und viel Aufrichtung hast. Genau. Gut. Gut, okay. Und nochmal raus. Prima. Ja? Merk mal hier, dass der Rücken eher nach innen gehen kann, nach außen gehen kann. Spür es mal nach vorn. Ja? Das T-Shirt ist einmal lang, das T-Shirt kommt einmal mehr zusammen. Ja, probier das aus. So ist deine Haut, so ist deine Muskulatur dann auch. Ja? Okay. Greif mal richtig weit nach vorn gegen die Gegend der Füße. Ja? Versuche nochmal ein bisschen mehr aufzurichten, die Beine dabei gegen den Boden zu schieben. Ein Bein mal mehr, das andere Bein mal mehr durchstrecken gegen den Boden, wenn die Hände weit vorne stehen. Ja? Das. Genau. Gut. Okay. Greif mal probeweise mit einer Hand an die Außenkante des anderen Fußes mit gedrehtem Arm. Ja, probier einmal das. Ja. Von jetzt auf gleich kann es komisch werden, das sage ich euch ja immer. Ja. Genau. Ja, der Ellbogen geht fast über das Schienbein, die Schultern öffnen etwas mehr. Ja. Ja, es ist eine gedrehte Vorbeuge hier, Pavrita Paschimottanasana, ganz klassisches Yoga. Gut, oh, kommst nochmal raus dort, sehr schön. Stellst das andere Bein mal über. Ja, lasst euch überraschen. Manchmal ist es sehr einfach, fast langweilig. Und im nächsten Moment, tricky. Ja, aber das gehört hier alles zusammen. Gut, öffne dich nochmal über das liegende Bein, ja. Gut, in dieser Richtung. Ja. Und versuch mal nochmal etwas zu schieben. Ihr merkt das. Die Sprache wird dann nicht leichter, wenn man die Lunge verdreht. Nicht? Aber das macht die Lunge. Gut. Und sehr schön. Ja, Kopf entspannt, achte darauf, dass der Hals frei ist. Und sehr schön. Und dann kommst du auch hier nochmal nach vorne. Und greifst dir noch einmal das Knie und richtest dich noch mal ein bisschen mehr auf. Versuch noch mal, die Achsel lang zu halten, die Schultern weit, nicht irgendwie zusammen und so. Versuch weit zu kommen, groß, der Fuß steht, viel Präsenz. Je mehr Präsenz du kreierst über den Körper, umso mehr Verbindung hast du. Ja? Das. Gut. Okay. Oh, dann löse auch das noch mal raus. Und greife einmal mit der anderen Hand an die Außenkante des entgegengesetzten Fußes. Genau. Ja? Und spür mal in die Rückseiten der Beine rein, wie, welches Bein mehr kommt, nicht? Wo gehst du mehr drauf? Eins beugt sich wahrscheinlich mehr, da gehst du auch noch ein bisschen runter. Und du hast einen freien Arm, ihr könnt euch vorstellen, der kommt dann auch noch irgendwo hin, nicht? Ja? Und ihr dreht noch mehr zur Seite auf. Eine wunderbare Drehung, ja? Vielleicht kommt die Hand mal hinten rum, schon mal so als kleines Zublü. Ja? Auf den anderen Schenkel. Ja? Ja? So, nehmen wir sie ein bisschen kräftiger den Boden drücken, auseinander ein bisschen. Gut. Ja? Blick nach vorn, Rumpf ist ganz zur Seite, sehr schön. Gut. Und löst es nochmal auf. Okay. Sehr schön. Mach mal ein bisschen entspannter die Beine, nimm sie zurück, entspanne den Rücken. Ja? Okay. Greif einmal zu den Füßen, streck sie mal in der Luft nach vorn. Ja? Gerne auch mit einem Bein am Boden und du gehst wirklich mal weit hoch mit dem Bein, dass du die Rückseite merkst mehr. Ja? Ein Bein gestellt, das andere gestreckt über den Kopf. Gut. Dann das Ganze einmal zur Seite, ein Bein ab und
das andere geöffnet zur Seite. Einmal raus. Und auch hier schön hoch. Ja, die freie Hand auch gerne etwas mehr raus und öffnest. Genau. Beugst und öffnest. Ja. Sehr schön. Stell die Hand noch ein bisschen näher. Ja. Oh. Gut. Gut. Einmal gestreckt nach oben die Hand. Und schön raus. Ja. Schieb. Leg das Gewicht aufs vordere Bein. Öffne. Ja. Gut. Und. Prima. Ja. Und nochmal. Beugen und wechseln. Einmal zur anderen Seite. Leg das Bein runter. Das. Öffne und geh raus. Gerne mit der Hand wieder am Boden und nochmal ein bisschen hüpfen. Genau. Das. Spüre, dass du, wo kann das Bein mehr in die Senkrechte kommen. Es ist mehr außen, ja, mehr hinten auch. Öffne. Spiel wieder mit den Variationen. Genau. Gut. Okay. Gut. Und dann noch einmal nach vorne. Sehr schön. Ja, gerne nochmal mit der Hand nach oben, richtig. Ja. Mal richtig die Seite auf, ne? Ja, richtig hoch. Ja, Dehnung. Ja, die Hand will irgendwann zu diesem Fuß hier auf. Meter ran, ne? Okay. Oh, wieder zu. Sehr schön, noch einmal nach vorne. Drück die Rückseiten der Beine noch einmal in den Boden, stell die Hände mal in den Boden, heb den Po an. Ja, das. Ja, beweg dich aus den Fersen, schieb den Po eher nach hinter den Händen. Ja, genau, heb mal die Füße an. Ja, beweg mal ein bisschen hier. Gut. Oh. Ja, oh. Gut. Oh. Ah, sehr schön. Gut. Noch einmal so eine Drehung, du hast die Beine lang nach vorn und du versuchst einmal mit dem rechten Ellbogen über das linke Knie zu kommen. Ja, das. Und die Drehung zur Seite etwas stärker zu nehmen. Ja, genau. Ja, über das Knie, der Ellbogen kann an den Boden kommen oder auch nicht. Ja, du versuchst einzuhaken und zu öffnen und mit der anderen Hand vielleicht an deinen Schenkel zu kommen. Ja, das. Gut, schön weit. Und ja, versuch die Dehnung zu spüren, auch im Hals, zur Schulter. Versuch mit dem Kopf zu arbeiten. Ja, geh nochmal tiefer runter. Ja, und zu mir noch. Ein bisschen. Gut, im Flankenbereich der Hals. Ja, schieb nochmal. Gut. Oh, sehr schön. Löse das wieder auf. Sehr schön. Gut. Keine Anhaftung in Form. Ja, andere Seite. Ja, versuch einfach mal zu gucken, wo könntest du hier den erwischen, das Bein. Ja, tiefer. Und dann kommt die Drehung zur Seite. Ja, einmal probiert. Versuch, kannst auch die hintere Hand an die Rippen nehmen. Ja, und ein bisschen mit drehen zur Seite, sodass die Schultern übereinander kommen. Ja, das. Probier es ein bisschen aus. Genau. Ja. Kopf immer wieder aufpassen, dass der nicht übernimmt. Ja. Die Hand hinten am ehesten ist in der Aktion und die Fersen. Und natürlich der Ellbogen am Bein. Gut. Oh. Er will, nochmal hinten rum. Sieht immer schön aus, wenn die Hand plötzlich da auftaucht, wo sie nicht hingehört. Genau. Okay. Und wieder heraus. Sehr schön. Das. Entspannende Situation. Gut. Beide Beine nochmal im automatischen Sitz. Ein Bein ein bisschen mehr nach vorn. Ja. Wer übrigens Knieprobleme hat, der braucht mehr Massage oberhalb und unterhalb des Beines, ja, falls jemand dabei ist. Ja, versucht dann mehr zu blackrollen. Und von hier aus nochmal eine Rotation. Selbe Geschichte, Ellbogen und Knie voreinander und noch einmal hier etwas gedreht.
Ja, entgegengesetzte Glieder übereinander bringen. Je nachdem, wo du dein Bein hinlegst, ist das mehr oder weniger intensiv. Ja, wenn du das weiter rauslegst, musst du dich natürlich mehr drehen und strecken. Und die hintere Hand steht, wenn die Hüftöffnung gut ist, auf dem Knie. Wenn die Hüftöffnung noch ein bisschen braucht, dann auf dem Boden hinter dir. Ja? Probier das aus. Finde immer deinen Umgang mit diesen Dingen. Das sind alles nur Einladungen, um in Verbindung zu treten. Ja? Mit dir selbst. Gut. Und perfekt. Und dann spielerischer Wechsel auf die andere Seite. Einmal. Anderes Bein öffnen. Immer wieder das andere auch öffnen, dass das nicht mit nach vorn rutscht, sondern auch außen liegt. Ja? Und dann der entgegengesetzte Ellbogen in den Boden und die Drehung wieder mit dem Blick zurück auf den fliegenden Fuß vorne. Ja, ja, das. Ja. Ja, das. Drück ruhig auch da ein bisschen. Gut. Oh, perfekt. Gut, löse das nochmal kurz. Sehr schön. Füße noch einmal raus. Wunderbar. Gut. Linkes Bein einmal lang. Greif dir das rechte Bein. Zieh es mal etwas mehr zurück. Wie so ein Flitzebogen ein paar Mal. Ja. Jetzt spannst du etwas nach hinter dich. Ja. Der Rücken kann etwas ausrollen dabei. Gut. Ja. Das Knie kann nach hinten gehen, es kann nach unten gehen. Ja. Probier aus. Schön lang. Immer wieder auch mit der Länge des Beines. Ja. Nochmal ein bisschen probiert. Gut. Ja, auch nach vorn. Nach oben. Je nachdem, wie es geht. Fuß ist schön entspannt. Okay. Und die andere Seite auch. Ja, mal nach hinten weg, hinter den Rücken. Ja. Normalerweise greift man vorn den Fuß und zieht das andere Bein nach hinten weg. Ja. Das. Klassisch. Okay. Gut. Ja, irgendwann kommt der Fuß mehr neben dein Gesicht. Okay. Okay, gut. Gut, runter nochmal. Normaler Sitz. Sehr schön. Ja, nimm die linke Hand mehr nach rechts raus. Die linke Hand mehr nach rechts. Und die freie Hand einmal hinter dich herum. Vielleicht geht das jetzt schon leichter. Ja, dich etwas mehr in der Drehung hier zu verhalten. Die Hände entgegengesetzt aufgestellt. Genau. Und die Schulter schön hoch. Und du drehst auf 100 Grad auf. Mehr. Schultern schon ein bisschen hintereinander. Okay. Gut. Oh. Fliegender Wechsel nochmal zur anderen Seite. Rechte Hand weit nach links und die linke Hand hinter dich herum. Versuch, das Herz dann in eine Rückbeuge zu legen am Ende. Ja. Das. Zieh an der rechten Hand zu dir. An der ausgestellten. Oh. Sehr schön. Oh, komm nochmal zurück. Prima. Beide Hände weit nach vorn und du kommst raus aus der Geschichte. Endlich. Ja, Füße, Knie ein bisschen zusammen. Federe. Ja, mach den Abstand schön groß. Ja, der Abstand nicht, die Knie nicht unter dir, sondern ein bisschen hinter der Hüfte. Ja. Und dann federst du tief und nach vorn. Ja, auf die Hände und so. Gut. Stell jetzt die Füße auf, ja, und kommst direkt nach oben mit den Knien und bewegst hier etwas durch. Die Beine. Ja, lass. Die rechten Rippen, die linken Rippen. Ja, spür, sind die Beine irgendwie frisch und sie vital. Ja. Ja, gehen die Fersen, lass den Po aufsteigen, lass die Fersen absteigen. Heb das Herz an. Gut. Immer wieder Gewicht auf die Finger bringen. Ja. Okay. Beide Beine einmal nach rechts bringen. Ja. Beide Beine drehen nach rechts weg.
Ja, und du setzt das linke Knie einmal an den inneren Fuß heran. Einmal runter. Gut. Ja, schön offen. Die rechte Hand bleibt vorne. Ziehst dich nochmal ein bisschen mehr auf nach vorne und hoch, während das dort bleibt. Gut. Und von hier wieder lösen und nach innen rein. Okay. Knie nach vorn, Herz nach vorn. Ja, federe tief. Schieb dich nach vorn. Okay. Gut. Achillessehnen warm machen. Ja, immer wieder mal die Ferse gegen den imaginären Widerstand nach unten schieben. Ja. Gut. Beide Füße nochmal links. Ja. Und das rechte Knie kommt an den inneren Fuß heran. Verbinde die Teile. Ja. Das heißt, es steht gut hinten. Und dann nochmal aktiv das Herz nach vorn anzuheben. Spür rein, wo die Dehnung dadurch geschieht. Ja, setz dich ruhig tief hinten rein in den Fuß, aber heb dein Herz nach vorne hoch. Ja, das. Du bist verbunden an den Füßen und das Herz von dort hoch. Gut. All. Ja, bestimme deine Intensität. Komm wieder raus dort. Ja, bestimme selbst, wie stark du ziehst, aber mach was da drin. Gut. Nochmal die Länge der Rückseiten spüren. Ja. Die rechte Hand mal lösen vom Boden. Ja, oder nur ganz leicht aufgestellt, sodass du das rechte Bein auch mal leicht heben kannst und hängen lassen kannst im Hüftgelenk. Ja. Versuch mal Aktion in der linken Seite und Gelassenheit in der rechten zu praktizieren. Ja, die linke Seite ist ziemlich stark muskulär. Die rechte ist mehr yin-artig entspannt. Ja, okay. Ja, beides. Du merkst das. Die eine Seite ist mehr angeregt. Ja, okay. Oh, change. Rechts in den Boden. Gut, nochmal vor und zurück denken. Und dann nochmal die linke Hand leichter machen. Die Finger erlauben dir eine ganz simple Balance, wenn du das linke Bein mal hebst. Ja? Es geht nicht so sehr um die Balance, sondern um dieses aktiv und gelassen auf den Körperseiten zu verteilen. Ja? Rechter Arm hat mehr zu tun, rechtes Bein, rechter Po, ja, Hüftgelenk. Die linke Seite lässt du mal ein bisschen entspannter, Kopf entspannt über die Schulter. Gut. Und von hier wieder zurück. Prima. Okay. Lass die Knie für einen Moment runter, sehr schön. Ja. Dreh das linke Knie mal nach innen zum rechten. Das lehnt der linke Fuß einmal zum rechten Knie. Setz dich einmal da tief runter. Und nochmal rauf. Und schieb dich aus dieser linken Hand einmal nach hinten. Und nach vor. Ja, das. Ja, wir versuchen den Körper so anzuregen, dass er immer gleitender läuft und natürlicher läuft. Die Schlacken der Zivilisation verliert. Okay. Und linkes Bein nochmal lösen, rechts etwas mehr reindrehen. Spür diese Drehung des Fußes nach innen, wie sich das in deinen Rumpf auswirkt. Ja, und dann setz dich ein paar Mal bequem zurück. Suche den Boden mit dem Po, lass den Rumpf mitgehen, lass den Kopf mitgehen. Ja, lass die Bewegung bis zum Kopf sich durchsetzen. Getraue dir, dem zu folgen, was dir geschieht hier. Ja. Das ist das Richtige. Oh, gut. Und kommst wieder raus. Sehr schön. Beide Beine wieder offen. Schieb nochmal nach hinten und nach vorne. Okay. Du kommst noch einmal hoch. Heb die Füße an. Wir machen wieder eine Drehung zur rechten Seite, aber diesmal landet das Knie hinter dem rechten Fuß am Boden. Einmal weit zurück. Ja. Bei der Drehung genau. Oh. Du regelst dich nach vorne. Die Füße stehen ja, hintereinander. Hebst dich nochmal an. Wo ist der Stretch? Spür in der Lende hier unten. Ja? Je nachdem, wie du das engagierst. Ja? Lass die Hände weit weg von den Beinen.
Setz dich nach hinten, zieh dich nach vor. Okay, und komm wieder hoch und raus aus der Sattel. Gut, lauf. Nochmal zur anderen Seite, beide Füße nach links. Ja. Und rechten Fuß einmal tief, runter, nach hinter den linken. Ja, setz dich noch einmal schön zurück dort. Okay, wunderbar. Weit rein. Ja, und federe. Und von diesem Widerstand aus ziehst du das Herz nach vorne. Ja, du drückst das Bein und das Knie gegeneinander. Kraftvoll, die Ferse drückt rückwärts an den Schenkel. Und du hebst das Herz dagegen nach vorn hoch. Da kommt der Stretch her. Ja. Und dann löst du das wieder auf. Gut. Das ist sehr schön. Okay. Herz nochmal weit nach vorn. Gut. Und hol etwas mehr zurück. Schieb dich auf die Füße. Heb dich auf die Hände nach vorn. Okay. Sehr schön. Linker Fuß einmal unter dich, unter dem Bauch. Ja. Gut. Rechten Fuß einmal nach hinter dich herum. Öffne das. Aus einem kürzeren Stand heraus. Ja. Dass du hier etwas mehr federn kannst. Und den Fuß schon kommen siehst hinter dir. Ja. Und wieder hereinholst. Gut. Einmal tief nimmst Richtung Nase. Und wieder nach vorne öffnest. Gut. Von hier aus ein Hopp zurück in den Vierfüßler. Ja, ein Hopp hoch. Weich. Ja. Rechter Fuß nach vorn. Linker Fuß hinter dich herum. Ja, schieb etwas mehr. Da. Gut. Ja, sieh den Fuß kommen im rechten Augenwinkel. Linker Hand, wo sie dir die Dehnung unterstützt. Gut. Hüfte öffnet. Ja, und Fuß und Hand wieder nach innen. Das Knie einmal zur Nase. Und wieder nach hinten. Und von hier ein Hopp zurück in den Vierfüßler. Einmal hoch und raus. Gut. Federe nochmal tief. Tief. Und tief. Gut. Hüpfe einmal nach rechts, nehme die Hände. Nach rechts, nach vorn, nehme die Matte. Ja. Hoch. Raus. Ja, und hoch und ich sehe lange Überlegungsphasen vorher. Ja, ein bisschen hoppig. Oh, zurück in die Mitte. Ja, bisschen höher. Oh, nach links. Hopp. Raus nach oben und dann zur Seite. Und zurück. Immer. Ja. Okay. Knie nochmal kurz zum Boden runter. Schieb nach hinten auf die Füße drauf. Ja. Und schieb gleich die linke Hand nach rechts vorne durch. Ja. Keine große Pause. Einfach hier mal durchgehen. Ja. Öffne. Bring den rechten Arm gleich wieder nach hinter dich herum. Ja. An den inneren Oberschenkel. Ja. Öffne weit. Gut, vielleicht kommt die Hand irgendwann sogar unter den Schenkel gelaufen. Ja. Und du legst dich zurück. Gut. Ja. Das. Okay. Und. Super. Rechtes Knie mal gehoben. Entspanne die Situation dadurch ein bisschen. Ja. Und dann lass es mal aktiv wieder in den Boden zurückgehen. In den Boden zurückgehen, das Herz offen lassen. Ja? Okay. Und rechte Hand aus dieser Bindung heraus wieder nach vorne. Super. Okay.
Schieb nochmal. Spür mal deine ganze rechte Seite, das Offenheit. Ja? Gut. Da. Einmal mit rechts nach links durch. Einmal tief unter den Achseln durch. Ja? Ja, versuche den Ort für deine Schulter zu finden, wo du merkst, dass du offen bist, noch atmen kannst und dann die linke Hand wieder hinter dich herum. Ja, suche, laufe mit der Hand tiefer unter den Schenkel. Ja, und öffne das, den Hals, öffne den Rumpf nach vorn. Und dann spiel nochmal mit deinem linken Knie. Ja, der Kopf liegt am Boden, linkes Knie ein bisschen höher. Und das linke Bein ein paar Mal nach unten und nach oben. Ja, tief. Spiel mal da. Okay, gut, Herz bleibt sehr offen und prima. Und dann kommst du nochmal raus mit der linken Hand, stellst sie wieder in den Boden und kommst hoch. Gut, schön nach für den Moment. Ja, das, sehr schön. Gut, setz dich einmal nach hinten, zieh die Hände einmal heran. Greife einmal hinter deinem Rücken die Ellbogen. Ja. Das, merke, was ist heute hinten los? Ja. Lauf mal mit deinen Händen wirklich an die Oberarme heran. Ja. Regel dich dafür, dass das geht, genau. Vielleicht muss man mal kurz hier den Ort ändern. Nicht? Genau, das. Sehr schön. Gut. Bleib mal so. Heb den Po an, setz den linken Fuß nach vorn, linkes Knie kommt leicht, linker Fuß kommt nach vorn, ja. Rechter Fuß ist aufgestellt, ja. Und du drehst den rechten Fuß mal in den Boden runter, dass du hochkommst hier, ja. Das. Legst die linke Schulter mal vorne auf das Knie drauf und federst dich hier etwas ein. Rechte Schulter, linke Schulter. Offen, übereinander, Blick nach vorn, ja. Das. Gut. Okay. Sehr gut. Das. Sehr schön. Komm mal ein bisschen höher. Ja. Okay. Und jetzt probier mal die rechte Schulter ans linke Knie zu nehmen. Ja. Einmal andersherum in diese Richtung. Ja. Probier aus. Obwohl du die Hände dort gegriffen hast. Ja. Kopf entspannt. Oh. Gut. Oh. Einmal wieder zurück. Löse die Hände einmal da hinten raus und binde unter deinem linken Bein durch. Einmal nach hinten und du öffnest wieder nach vorn. Ja, das. Okay. Ja. Ja, das. Und jetzt wieder nach vorne drehen. Oh, schöner. Gut. Das, Fede. Streck mal das vordere Bein gegen den linken Arm gegen und öffne das Herz nach vorn. Ja. Und prima. Ja, und von hier. Beide Hände nochmal lösen, beide Hände vorn. Sehr schön. Hinterer Fuß kommt hoch. Ja, Splitterposition, linkes Bein ein bisschen erstrecken. Okay. Ja, rechts und links. Beweg dich auf diesem Ausfallschritt. Herz schön vorn. Ja. Hinten das Bein. In der Ferse. Oder auch leicht. Wunderbar. Okay. Und dann linken Fuß leger zurückgenommen. Nach hinten weg. Ja. Wenn die linke Hand sich ein bisschen leichter macht, geht das. Ja. Und du bist wieder in vier Füßen. Ja. Ja. Und bewegst das ein bisschen aus. Knie tief. Setz dich. Okay. Gut. Kommst noch mal kurz auf die Knie runter, ja, wunderbar. Nimmst das rechte Bein zur Seite weg und führst mal den rechten Fuß vor das linke Knie, einmal herein unter dir, ja, so ein elegantes Einparken des rechten Fußes vor das Knie, setzt das Knie einmal ab, ja, zur Seite. Und federst hier ein bisschen nach hinten. Die Hände bleiben
und du setzt dich auf den Fuß hinten drauf. Der Fuß vorne kriegt ein bisschen Druck dadurch. Ja, vorsichtig. Ja, okay. Ja, das. Gut. Und dann lässt du das Knie wieder nach vorne kommen, nimmst das Bein raus. Ja, streckst es mal weg. Ja, das. Gut. Streckst es mal schön raus. Okay. Gut. Und perfekt. Kickst nochmal nach hinten. Ja, streckst gerne die rechte Hand mal nach vorn. Ja, schön offen. Ja, Hüften. Gut. Ein bisschen Körperspannung spüren hier. Ja, bei allen Spielen die Körperspannung auch nehmen. Wahrnehmen. Okay, gut. Rechtes Bein nochmal rein, Fuß hinten. Und das Knie wieder nach vorn. Komm einmal hoch. Ja. Drei Hops auf der Stelle hier. Ja. Federe nach vorn, Federe zurück. Und lass die Impulse deine Bewegung anführen. Ja. So wie es kommt. Und dann kommen die Knie noch mal kurz runter. Sehr schön. Linkes Bein öffnet und der linke Fuß möchte einmal sich vor das rechte Knie einfädeln. Nur das. Und du federst in dem Maße, wie du merkst, dass es wohlig ist, dass du an, innerhalb deines Bewegungsspektrums bist. Die Grenze erweitert sich dann von selbst. Ja? Du musst die Grenze nicht erweitern. Die erweitert sich durch die Bewegung im Spektrum. Ja? Du gehst so weit, du merkst, jetzt kommt die Dehnung, du nimmst die wahr und federst dort rein und raus. Ja? Guckst mal, geht die Seite leichter, sich weit zurückzusetzen. Gut. Ja. Okay. Und dann, sehr schön, Fuß nochmal herausgenommen zur Seite, nochmal gestreckt hier, ja. Gesäßmuskel etwas antonisiert, ja, der linke kommt jetzt mehr, wenn das Bein, je höher das rausgeht, ja, und einmal nach hinten weg, ja, linke Hand kann nochmal strecken, ja, als würdest du Hand und Fuß gegen etwas schieben, Hüfte öffne, ja, streckst über die ganze Seite, okay, oh, linke Hand, nochmal, ab, sehr schön, Fuß, okay, streck nochmal den rechten Arm unter den linken Arm durch, ja, einmal in diese Richtung, ja, nochmal eine weitere Öffnung, du merkst, dass das schon sehr viel leichter geht als erst. Ja, dass du weiter dich absetzen kannst hier und hebst das ganze linke Bein einmal hoch, ja. Der rechte Fuß hält dich hier fest, der dreht nicht mit nach links, der rechte Fuß bleibt rechts, ja, das linke Bein ist oben, ja, und du führst das linke Knie einmal aktiv Richtung Boden runter, nur das Knie, der Fuß zeigt nach außen, ja, nur das linke Knie, mal tief runter und wieder hoch. Ja, das linke Knie einmal tief ab und wieder hoch. Zwei, drei Mal. Ja, führe es runter, Touchdown und wieder hoch. Oh, und der Fuß nach hinten zurück. Hand ziehst du raus. Gut. Oh, bis wieder vor. Okay. Ja, Federe. Sehr schön. Linke Hand noch einmal nach rechts vorne durch. Ja. Schön weit durch. Und dann schieb nochmal auf. Gut. Und das rechte Bein kommt etwas höher. Achte darauf, dass der linke Fuß nicht rüberrutscht. Der bleibt draußen. Das rechte Bein kommt hoch.
Und nur das Knie geht spitz in den Boden herunter. Probier das aus. Ja, direkt nach vorn. Genau. Und nochmal zwei, drei Runden. Ja, das. Genau. Tief. Und tief. Gut. Okay. Ja, spür. Und rechten Fuß wieder nach hinten. Ja, dort das Knie dann ab. Ja, und noch einmal hier heraus. Sehr schön. Prima. Schleif die Hände noch einmal heran, setz dich kurz auf die Füße drauf. Und verbinde die Hände hinter den Rücken andersherum. Du hast immer einen Arm, den du zuerst greifst, meistens. Ja. Greif mal den anderen Arm zuerst. Und guck mal, dass du dann in den Griff gehst. Okay. Ja, viel Öffnung vor. Vielleicht gehst du noch mal ein bisschen tiefer zwischen die Beine. Öffnest hier. Gut. Ja, Schultern. Gut gegriffen. Und kommst mit dem Po hoch. Rechter Fuß geht einmal nach vorn. Rechts vor. Links stellt sich auf, ein bisschen nach innen. Ja, und du kommst hoch. Links. Suchst einen guten Abstand hier. Ja, rechte Schulter zunächst auf das Knie drauf, weit nach vorn. Ja, ja. Okay, schön öffnen, Schulter über Schulter. Gut. Einmal ein bisschen höher. Einmal gedreht die Sache. Linke Schulter zum rechten Knie. Ja, einmal schön vorkommen. Die linke Schulter rotiert. Kopf ist auf dem Fuß unten. Gut. Oh, wieder zurückgedreht. Ja, Hände hier gelöst. Rechte Hand unter dem Bein durch. Linke Hand greift sich die Hand und du öffnest nach vorne. Ja, Füße schieben den Körper hin und her. Vielleicht drückst du mal das vordere Bein gegen den Arm. Ja, und hebelst dich noch mehr nach vorne. Gut. Oh. Sehr schön. Löse die Hände hier raus. Beide Hände vorn. Und Füße gut aufgestellt. Sehr gut. Okay. Knie auseinander. Ja. Ein Knie nach vorn. Gut. Das. Und dann mach einen Schritt nach vorn. In die halbe Vorbeuge. Ja. Schön lang. Und einmal tiefer. Gut. Tief runter. Okay. Greifen hier mit der linken Hand den rechten Fuß. Ja, mit der linken Hand. Und leg das Bein auf das Knie drauf. Nur so. So. Wie so ein Gegenstand. Genau. Ja, rechte Hand schiebt den Boden etwas weg. Die linken Rippen kommen mehr raus. Ja. Dort. Genau. Linke Hand mal in den Boden. Ja. Linke Hand mehr links. Rechtes Knie schön tief. Ja. Und der rechte Arm einmal in den linken Fuß hinein. Ja. Da. Rechte Arm in den linken Fuß hinein. Rechte Arm. Ja. Linke Arm hinter dich, öffne. Vielleicht auf den Schenkel mit der Hand. Gut. Oh. Oh. Wieder zurück. Sehr schön. Beide Hände vorn. Fuß heruntergleiten lassen. Volle Vorbeuge. Tief, lass los. Schau nach hinten durch. Ja. Beine, Rückseiten, trotzdem Knie auch immer wieder weich denken. Okay. Gut. Oh. Sehr schön. Die linke Hand etwas links raus. Ja. Bequeme Haltung hier zunächst. Lang denken. Ja. Nach vorn. Aber auch entspannt mit dem Kopf.
viel Zeit. Und die freie Hand nimmt sich diesen Fuß und legt den mal da hoch auf das andere Knie. Ja. Du kannst die Hand ganz in den Boden lassen hier links und dich nochmal ein bisschen hochschieben in die Rippen rechts. Ja, die Hand drückt dich hoch in die Rippen. Genau. Drück das rechte Knie ein bisschen nach vorn gegen den Fuß. Rechten Rippen auf. Hand mal richtig runterstellen. Ja. Und dann Seitenwechsel. Rechte Hand geht nach rechts rüber. Bisschen enger vielleicht, nicht? Ja. Linke Hand mal in den Fuß rein. Und dann öffnest du wieder die Schultern. Die rechte Hand hinter dir herum, eventuell auf den Schenkel drauf. Ja. Gut. Oh. Ja. Ja. Und rechte Hand wieder lösen. Beide Hände vorn. Und den Fuß am langen Bein runtergleiten lassen. Ja. Und wieder lösen. Und häng dich nochmal aus. Sehr schön. Gut. Ja. Komm mit den Händen auf die Knie oben drauf. Sehr schön. Ja, nur das. Ja. Noch einmal eine Öffnung. Die rechte Hand schleift noch einmal hinter dich. Ja. Und nochmal ein Stück weiter. Ja. Richtung Oberschenkel. Ja. Und die linke Hand wechselt. Ja. Und du gehst nochmal in so eine Verschraubung. Ja. Ein paar Mal tief nach unten. Und wieder. Der Blick immer schön vorn, unten. Ja, das. Ja. Gut. Gut. Ja. Ja, linke Hand mal unter dem linken Bein durch. Greif mal zu der anderen Hand. Ja, öffne nochmal hier. Ja. Gut. Das. Ja, Schulter über Schulter, Knie drücken. Oh, löse die Hände beide, halbe Vorbeuge tief. Beine nochmal nach hinten verlängern, Herz nach vorn. Ja, immer diese kleinen Pausen wieder zum Zwischenspüren hier auch. Atmung fließt ein und aus. In die immer weiter werdenden Räume. Gut. Hände schleifen wieder an den Beinen hoch. Du hast wieder deine Kontakte an den Schenkeln. Ja, und legst die linke Hand nochmal zurück. Ja, das. Gehst über den Schenkel. Ja, genau. Rechte Hand wechselt das Bein. Entweder außen vom Knie. Ja, oder auch gegen das Bein. Und du versuchst nochmal zu drehen. Ja, dich zu öffnen hier. Gut. Gut. Dann ist es wie von selbst, dass die rechte Hand eventuell mal hinter das Bein greift, zur linken, die sich vom Schenkel löst. Ja, du bleibst mit den Füßen am Boden und lässt die Schultern sich nochmal übereinander drehen. Genau. Stark, genau. Blick nach vorne, öffne die Rumpfseite. Sehr gut. Das. Ja. Oh, perfekt. Sehr schön. Oh, wieder lösen. Gut. Hände vor. Wunderbar. Tiefe Verneigung. Lass ganz los. Gut. Gut, dann roll dich mal auf nach oben. Roll dich mal hoch. Lass die Arme hängen. Lass den Po hängen. Oh, komm einmal höher. Genau. Gut, spür gerne deinen Stand, ja, und lass das linke Bein in das Gewicht kommen, ja, rechtes Bein ist entspannter, ja, gut, linkes Bein, okay, und dann lass auch nochmal vor dich und du nimmst es dir nochmal hoch, setz den Po nochmal ein Stück zurück, nur nochmal das,
Ja, diesmal bleibst du mit dem Herzen offen. Ja. Okay. Gut. Und ja. Gut. Nimm das Bein nach hinten weg, einmal raus, weit zurück. Ja. Linker Ellbogen vorn, öffne hier. Rechte Hand nochmal hinter dich herum. Ja. Auf den Schenkel. Gut. Oh. Öffne den Rumpf nach vorn. Sehr gut. Das. Beweg das immer wieder. Suche, wie kannst du noch die Hand hinter dir nutzen, den Rumpf etwas mehr zu drehen nach oben. Ja, wir machen gleich dann im Sitzen nochmal diese Sache von erst und die geht dann vielleicht besser. Ja? Okay. Das. Versuche ranzugehen an deine Befindlichkeit, wie es jetzt ist. Alles. Oh, rechte Hand wieder vorn. Komm einmal nach vorn getreten. Einfach das. Ja. Einfach nach vorn. Und beide Ellbogen auf die Knie drauf. Das. Cool. Schieb die Füße mal, die Knie nach hinten. Ja. Dehne die Rückseiten der Beine. Okay. Gut. Und dann roll dich nochmal nach oben auf. Lass den Kopf los. Knie sanft gebeugt und komm nochmal hoch. Genau. Okay. Sehr schön. Linkes Bein leichter. Ja. Linkes Bein. Okay. Oh. Linkes Bein vor dich. Ja. Und einmal herauf. Und du setzt dich wieder etwas nach hinten. Mit dem Po nach hinten weg. Mhm. Ja. Suche mit dem Po den Stuhl. Arme vorne entspannen, Herz ist offen, ja, gut, federe ein bisschen das Knie gegen den Fuß, ja, oh, und starker Po nach hinten, Fokus, totale Verbindung, und komm hoch, löse den Fuß wieder raus, und einmal direkt nach hinten weg, vorne der Ellbogen drauf, und sehr schön. Linke Hand nochmal hinter dich rum. Wir sind gleich da. Wir sind immer da und trotzdem sind wir auch gleich da. Ja. Und Schulter über Schulter. Kopf entspannen. Gut. Das. Sehr schön. Oh. Linke Hand. Nochmal rausnehmen. Ja, bleib auf dem rechten und hol dir den linken Fuß wieder nach vorne. Ja, vorne hier. Einmal nach vorne wieder zurück. So dass du den linken Ellbogen dann wieder ablegen kannst. Ja, einmal drauf. Gut. Volle Verneigung tief. Noch einmal hier. Ja. Gut. Mhm. Halbe Vorbeuge. Ja, nochmal Hände weiter nach vorne. Weiter nach vorne, sehr schön. Und von hier ein Hop zurück auf den Vierfüßler. Ja. Feder dich hier nochmal ein und dann kommt der Sprung hoch und der Flug nach hinten zurück. Wo? Ja. Einmal hier. Okay. Sehr schön. Und dann lass die Knie zum Boden herunter, leg sie nach vorne rechts weg und schwing die Beine noch einmal nach vorne raus. Ja. Zu mir. Nach vorne. Genau. Gut. Nimm dir noch einmal das rechte Bein und leg es etwas dichter zur Leiste. Ja. Oder innen am Bein. Ja. Probier nochmal hier so ein paar Federungen. Ja. Das nach vorne. Nach dort. Ja. Viele können den Fuß durchaus hier drauflegen. Versuche mit derselben Hand einmal hinter dem Rücken zu diesem Fuß zu greifen und dich hier ein bisschen zu bewegen. Ja. Das Knie kann in der Luft sein, hier das rechte. Es kann natürlich auch runtergehen. Ja. Und du öffnest hier etwas mehr. Ja. Spürst. Die Hand kann am Boden sein, hier vorne irgendwo.
Die kann an den Fuß gehen. Ja. Du kannst die hintere Hand an der Lende lassen. Ja, wichtig ist, dass du die Richtung spürst hier, des Drehens. Ja. Legst dich nach vorn. Schultern sehr auf. Das sind immer wieder Wünsche, die ich habe aus meinen Privatkontakten, dass Schulterbereiche zu öffnen sind. Ja. Wo kommt das wohl her? Ja. Ja, diese Geschichte, ne? Dass das sich mehr aufmacht. Und gut, und dann kommst du nochmal nach vorne, lässt das Bein mal da liegen, sehr schön, lässt das andere entspannt, federst, du spürst hier einen Druck auf deinen Schenkel. Ja? Jeder macht es immer mit seiner Fasson, ja? Er legt das Bein da hin, du musst nie rausgehen aus der Sache, du guckst aber, wo kannst du es verändern, sodass es für dich passt. Ja, innen, oben, ja, gut, und dann nimmst du es nochmal nach vorn und Akklimatisation hier, ja, und dann kommt das andere zurück und du guckst mal, ob das, wie das geht hier. Mhm. Nur so. Das Knie kann sehr vorne sein, es kann sehr zur Seite sein, ja. Und während du das machst, massierst du die Faszien des Muskels hier oben. Ja? Dasselbe, was die Black Roll macht. Ja? Die Verklebung zu lösen durch Druck. Ja? Die freie Hand noch einmal hinter dich herum. Greif zu dem Fuß. Öffne gerne. Ja? Das Knie vorne lassend oder zum Fuß greifend. Ja? Beides möglich. Ja? Zum Knie, zum Fuß, nach vorn, geht auch, ja, mhm. Gut, könnt ihr auch mal diese Sache probieren, wo ihr das eine Bein wirklich ziemlich weit vorne habt und trotzdem die Hand am Zeh, linkes Knie, genau, ja. Und, aha, interessant. Stellt euch mal vor, das andere Bein liegt jetzt auf der anderen Leiste und hat die andere Hand jetzt auch hinterm Rücken. Ja. Gut. Und löse das Ganze einmal raus. Öffnen. Gut. Stell die Hände nochmal neben dich. Ja, und heb nochmal kurz an. Wechsel der ganzen Ausrichtungsgeschichte, nochmal in die Kraft gehen, links drücken, rechts drücken, Bein einmal, ein Bein ein bisschen hoch, das andere, ja, ja, auch mal durchgehen und zurück, ja, genau, bisschen im Bauch, gut, oh, sehr gut. Gut. Oh, prima. Das. Gut. Dann probieren wir nochmal was aus. Nimm nochmal das rechte Bein zurück und leg es nochmal kurz hier hin. Ja. Ja. Greif noch einmal mit der rechten Hand zurück. Ja. Halte die rechte Hand mal an den Fuß. Lehn dich mal so ein bisschen zur Seite und hol das andere Bein mal mit rein. Ja. Ja, diese Bewegung, dass du dort hinten am großen Zeh bleibst und den anderen Fuß mal ein bisschen reinnimmst. Alles ganz weich. Vorsichtig, der Kopf entspannt. Ja, bist so ein bisschen auf der Seite, damit das gar nicht so dort drückt eventuell. Ja, okay, hier unten der Fuß, vorsichtig. Ja, okay. Oh. Dann löst du das nochmal raus. Mhm. Sehr schön das. Und nochmal zur anderen Seite. Ja, nimm nochmal den Arm hinten rum. Du bist sehr auf in den Muskulaturen jetzt. Ja. Du lehnst dich weg zur Seite und ziehst den Fuß nochmal rein. Ja. Guckst, wie du hier nochmal dehnst. Atmung.
Sehr gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist ein sehr vernünftiges Arbeiten, was wir heute tun, in sehr komplexe Dinge rein, die am Ende nicht mehr so komplex erscheinen, hoffentlich. Ja. So hat man das nicht gemacht früher. Da war das Erste, was du jetzt dran machst. Oh, dann löst das noch mal kurz raus und nimm die Beine noch einmal nach vorne. Akklimatisier noch mal. Stell die Hände einmal nach hinten. Öffne noch mal hier oben deine Schultern so, dass ich die Schultern kaum noch sehe. Nimm die Hände mal sehr weit zurück. Wieder fast aufeinander, Beine nach vorne. Genau. Versuch noch mal viel Dehnung rückwärts zu finden hier. Genau, die Unterarme anzudrücken. Genau, gegeneinander sozusagen, aufeinander zu und mit Gewicht drauf. Okay, sehr schön. Das. Gut. Gut. Und zum Schluss, wir deuten das nur mal an, ja, du nimmst nochmal die Beine rein in deinen Sitz. Und nimmst den bequemeren Fuß hier hoch. Nur mal andeuten. Der Fuß muss ziemlich weit hinten liegen wahrscheinlich, so dass deine Hand hier raufkommen kann. Wenn der Fuß hier liegt, ist es schwieriger. Ja? Wenn der Fuß mehr da liegt, dass er schon ein bisschen hier rüber guckt. Die Hand erwartend. Gut, das. Okay. Nochmal kurz raus, nochmal andersrum. Mhm. Probier mal deine ungewohnte Seite, leg den Fuß mal schön weit darüber. Probier mal da reinzugehen. Ja, der Fuß ist ziemlich weit um dich rum schon. Ja, du merkst sehr schnell, nicht? Was die Knie da, das andere Bein rein können. Ja. Mhm. Ja, manchmal vergisst man es mal zwei. Ist gut. Sehr schön. Und, sehr gut, nochmal raus, super. Und die letzte Sache hier. Nochmal deinen bequemer Sitz. Und einmal nach oben. Ja. Und dann greifst du hier nochmal hin und versuchst mal das andere Bein dann auch noch in diese Richtung zu bringen. Und versuchst mal mit der anderen Hand hinten herum zu gehen, innen vorbei. Und guckst mal, wie weit der Abstand noch ist zu dem anderen Bein. Ja, genau. Ja, probier mal aus, zwischen den Armen durchzuschieben oder oben drüber. Ja, mhm. Ja. Oh. Ja. Unmöglich scheinbar. Ja, gut. Dann komm doch mal mit beiden Händen raus nach vorn. Stell die Hände einmal in den Boden, gib den Po mal an. Ja. Mhm. Gut. Stark. Viel Baucharbeit. Und lass los. Nochmal nach vorn, nochmal nach vorn. Sehr gut. Gut, ja. Das ist dann irgendwann drin. Ja. Die Arme nach vorn kommen zu lassen an, die Füße. Sehr schön. Komm noch einmal in den Vierfüßler nach vorn und in die Vierfüßler gehobene Stellung. Dreh die Sache noch einmal aus hier. Ja. Linke Achsel, rechte Achsel. Gut. Ja, nochmal auf die Fußoberseiten, auf die Fußrückseiten. Ja. Das. Trete etwas. Gut. Ja. Oh, sehr schön. Ja, nochmal einen Sprung mit mehr geschlossenen, gestreckten Beinen herauskommend wie in ein L. Ja. Ja. Mehr mit langen Beinen die Sache probieren. Ja. Gut. Okay. Ja. Nochmal die Knie nach rechts, einmal abgesetzt das Becken.
Ja? Nur das Becken. Genau. Und wieder zurück. Nochmal zur anderen Seite, das Becken. Ja? Und wieder nach vorn. Sehr schön. Und die Knie nochmal zum Boden runter. Setz dich nach hinten weg. Sehr schön. Federe auf die Füße. Ja. Okay. Massiere noch einmal die Gelenke. Ja. Atme. Sehr, sehr lang, sehr präsent in alle Richtungen. Entspanntes Gesicht. Gut. Und dann setz dich mähnlich runter und schwing die Füße nach vorn. Und bring den rechten Arm an die andere Seite des Fußes, des anderen Fußes an die Flanke, der rechte Arm. Ja. Das gehst schön tief. Ja. Und greifst mit dem anderen Arm die andere Fußkante. Ja. Und drehst dich von hier etwas mehr nach links. Ja. In die Seite. Blick ist eher vorn, nach links vorn, wenn die rechte Hand den linken Fuß greift. Ja, versuch dich hier noch etwas hindurch zu arbeiten. Ja. Aha. Ja. Ja. Genau. Genau. Hier drückst du gehen. Genau. Und von hier noch einmal zurückgekommen. Genau, such immer deine Variante. Du kannst die Hand auch hinter dir. Ja. Versuch nochmal einzuhaken und den anderen Fuß zu nehmen. Das reicht. Ja. Ja. Du hast den Druck hier unten, um mehr zu drehen. Am Bein. Ellbogen, Bein. Ja. Und dann geht die andere Hand zur anderen Kante des Fußes. Ja, und du versuchst wieder unter der Achse etwas mehr hindurchzukommen. Und den Blick zu öffnen. Atmung. Tiefe Verbindung in der Asana. Thema ein bisschen in der Woche. Aus den faszialen Federn in die Asana, in die Stille. Die Beine arbeiten ein bisschen. Ja. Und sehr schön. Und kommst nochmal hier hoch. Gut. Perfekt. Okay. Schwing die Beine nochmal zurück. Und setz dich nochmal auf die Füße drauf. Gut. Vier Asana. Ein und aus. Spüren, wo der Atem hinfließt jetzt. Das ist sehr auf, der ganze Rumpf. Ja? Nimm das an in der Wahrnehmung. Ein und aus. Ja? Asanas zwingen beinahe in die Präsenz. Ja, wenn das Ego aufhört, dann zwingen sie in die Präsenz. Ego heißt vielleicht noch ein Urteil. In der Präsenz ist kein Urteil, dann ist nur noch die Wahrnehmung. Wunderbar. Und dann fließen wir langsam zum Boden. Und du gehst nach vorn heraus mit den Händen, spürst nach vorn. Ja. Oh, und bringst die Knie zur Seite weg. Ja. Knie vor Knie. Und schleifst dich langsam nach vorne heraus. Gut. Ja.
Und beide Hände gehen an die Decke hinauf. Nochmal ein sanftes Drehen von Becken und Rumpf gegeneinander. Ja. Und die Füße in den Boden stellend, kommst du auf den Rücken. Ja. Drehst dich noch mal ein bisschen zur anderen Seite, das Becken zur anderen Seite, die Knie nach rechts, den Rumpf nach links. Spürst hier noch mal rein. Ja, wie die Sache bestellt ist. Okay. Gut. Oh. Sehr schön. Und kommst nochmal zurück. Ja. Machst die Sachen, die du am Boden immer wieder machst, das Massieren des Rückens, die Hände an den Knien. Ja. Ja, massiere da noch mal etwas. Und wenn auch in deine letzte Spielerei mitkommen möchte, kann auch mal versuchen, die Beine in Richtung einer Lotusposition einzufädeln. Ja. Ja, ein Bein in die Leiste, das andere Bein in die Leiste. Die Sache zum Boden abzulegen, den Kopf langsam auf die Rückseite zu ziehen, auf die Krone zu nehmen. Die Beine drücken an den Boden. Entweder du nimmst die Hände an die Füße heran und ziehst dir die Füße noch etwas kräftiger in die Bindung an den Leisten. Dein Halschakra ist völlig offen. Ja, du hast deinen hohen Bogen im Rücken. Ja, sowas. Gut. Nimmst das, löst die Hände, kannst sie auch einmal hinter dich bringen noch. In den Ellbogen gegriffen, die Beine irgendwann an den Boden. Gut. Und. Ja, und du kommst so raus, indem du den Kopf zuerst anhebst und das wieder zurücklegst. Dann die Knie nimmst, ja, und langsam auflöschen, ja, streck nochmal die Beine, ein Bein in der Länge, das andere, ja, gerne auch mit gestreckten Beinen, den Spagat andeutend, ja, gut. Schön arbeiten in der Rückseite mit viel Bewusstsein, mit viel Wahrnehmung. Ja. Auf. Ja. Oh. Sehr schön. Und dann stellt ihr die Füße in den Boden ab, prima. Rollt die Knie nochmal etwas nach links und rechts hin und her. Und kommt in der Mitte an und lass die Beine in die Mattenecken raus. Lass den Bauch los zum Boden hin. Dann die Hände in die Seite. Die Hände entspannt auf den Handflanken. Die Nasenspitze etwas mehr zum Himmel. Das Gesicht ist entspannt. Der Kiefer ist entspannt. Let go.
spürst, wie du da liegst, die Arme und Beine sind entspannt, der Kopf ist entspannt. Du bist ganz hingegeben in die Anziehungskraft aus dem Erdmittelpunkt. Keine Muskulatur strebt dem entgegen. Alles lässt los. Würde ich dich anheben, wärst du schwer, sehr schwer. Ohne viel an diesem Zustand zu ändern, gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu den Händen und Füßen. Und aus dieser Gelassenheit heraus bewegst du die Zehen und Finger. Die Gelenke der Hände und Füße. Lass die Arme nach hinten heraus, ohne übermäßig zu recken und zu strecken. Mehr spüre das Langsein von den Fersen bis in die Hände. Der Bauch ist entspannt. Nach unten. Und dann ziehst du einen Fuß nach dem anderen heran. Stellst die Füße in den Boden auf, setzt das Becken nach rechts und lässt dich auf die Seite rotieren, die Knie, die Schultern und bleibst dort noch einmal liegen.
Wie offen ist deine Vorderseite beim Liegen? Rollst du dich ein? Rollst du dich auf? Nimmst du die freie Hand in den Boden und schiebst dich nach oben. Und versuch dir vorzustellen, dass nur die äußere Form sich ändert und dann nicht die innere Situation. Ob du liegst oder sitzt, das ist dasselbe. Kommt, der Atem geht. Und du wartest, bis er wieder kommt. Kannst du sagen, dass du deinen eigenen Atemrhythmus entdeckst? Der aus dem Unbewussten sich tagtäglich ereignet. Gesicht ist entspannt, dein Gehirn ist entspannt. Und mir bleibt zu sagen, vielen Dank, Namaste, Dankeschön. Vielen lieben Dank für diese doch etwas andere Stunde, aber ich kann da nichts dafür. Ich bin immer weniger Herr meiner selbst und lasse die Dinge kommen, wie sie kommen. Ich hoffe, ihr seid okay mit diesen Dingen. Mit diesen kleinen Auswüchsen in die klassische Welt des Yogas auch, verbunden mit den neuen Erkenntnissen aus den
aus der faszialen Welt, aus der bindegeweblichen Welt, ja, und wie das zusammenspielt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche stabil und frohgemut in dieser Situation, die wir bestmöglich nutzen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.